Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute eine kurze Vorstellung des True Utility Microtool TU242. Das ist ideal als Schlüsselanhänger. Kurz zum Lieferumfang. Wir haben hier eine Kunststoffbox. Innen befindet sich ein bisschen Paperwork. Hier ist eine kurze Anleitung. Hier ist noch ein kleiner Karabinerhaken. Also kann man auch gebrauchen. Diese Box erweckt erstmal den Eindruck, wasserdicht zu sein. Das habe ich ausprobiert. Wie man sehen kann, ist das leider nicht der Fall. Hier steigen unmittelbar Bläschen auf, die Box füllt sich langsam mit Wasser. Es stand auch nirgends in der Anleitung, dass diese Box dicht ist. Man kann einen Haushaltsgummi unter den normalen Gummi legen, dann hält das zumindest ein bisschen länger dicht. Das Ding ist auf jeden Fall nicht ganz schlecht, kann man bestimmt für den EDC-Bereich irgendwo verwenden. Kommen wir zum Microtool TU242. Auf den ersten Blick sieht das aus wie ein halbiertes Leatherman Micra. Zeige ich euch mal kurz. Ja, da ist zumindest so ein bisschen Ähnlichkeit da. Die Größe ist auch ähnlich. Es ist auch letztendlich ungefähr im selben Bereich zu verorten. Es ist ein kleiner Alltagshelfer. Wir hätten hier den Bereich Maniküre und kleine Schneidaufgaben. Also auch so ähnlich wie ein Victorinox Classic. Das nimmt sich alles nicht viel. Alle drei Tools kann man am Schlüsselbund tragen. Hier steht witzigerweise außen noch drauf, was sich innen befindet. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht. Scissors, Knife, File, Driver und Bottle Cap. Für einen Opener hat es nicht mehr gereicht. Jetzt stelle man sich das mal auf einem Victorinox Classic vor. Also Klinge, Pfeile, Schere, Pinzette, Zahnstocher. Ich finde die Idee irgendwie witzig, aber es ist auch einigermaßen überflüssig. Egal, es ist da. Zurück zum Tool. Die Öffnungshilfe wird hier durch einen kleinen Pfeil gekennzeichnet. Das geht beim Öffnen dann ziemlich auf die Fingernägel. Das ist aber relativ egal. Innen erwartet uns dann gleich eine Schere und auch eine Nagelfeile. Dann kann man das wieder beseitigen. Die Schere hat eine fest verbaute Mechanik, also das ist so ähnlich gelöst wie bei den Wenger-Scheren, aber wirklich nur entfernt ähnlich. Also bei den Wenger-Scheren ist das schon deutlich stabiler ausgeführt. Die Schneidleistung ist eher so lala, also Papier geht, ja, so gerade Schnitte ist schon so ein kleineres Problem. Und wenn ich jetzt hier eine Schnur nehmt, die ist jetzt nicht mal sonderlich dick, geht das auch. Allerdings muss ich dann schon ziemlich oft nachfassen und ja, sie hat minimales seitliches Spiel, also das verhakt sich dann. Wir haben auch hier vorne, wenn man schließt, sieht man hier einen Spalt. Also die Verarbeitung ist einfach nicht sonderlich gut, ich kann es nicht anders sagen. Der Slip-Joint-Mechanismus bei der Schere ist ganz gut. Da gibt es schon mal nichts zu meckern. Nächstes Tool wäre dann ein Messer. Und ja, hier geht es ein bisschen weiter mit der Mängelliste. Wir haben hier einen Flachschliff, eine 4 cm Klinge, etwa 3,7 cm scharf. Und wir haben 0,7 mm hinter der Schneidphase. Und das für so ein kleines Tool. Ja, also ich habe das jetzt nicht weiter ausprobiert, aber die Performance ist wohl eher dürftig und der Slip Joint ist ja eigentlich nicht vorhanden. Ich kann das hier sogar überdehnen. Sollte vielleicht auch nicht sein. Naja, ist ein bisschen schade. Ja, und diese Schere, die hat auch so ein Eigenleben. Als nächstes kommt die Feile. Die hat hier vorne noch so einen Nagelreiniger. Ja, letztendlich erinnert das so ein bisschen an die älteren Feilen. Es ist okay. Also sie feilt, kann man auch nicht sagen. Hier erstaunlicherweise überspannt die Feder nicht, aber locker ist es trotzdem. Auf der anderen Seite ist leider gar nichts. Da hätte man vielleicht auch noch irgendwas drauf klatschen können. Aber gut, es ist wie es ist. Jetzt kommt ein Tool, das so ähnlich auch bei Leatherman verbaut wird. Moment, muss ich mal schnell suchen. Das müsste das hier sein. Ist jetzt keine, ja doch, es ist ziemlich nah dran.
Allerdings muss ich sagen, technisch gesehen ist es gar nicht so schlecht gemacht. Der Schraubendreher sieht eigentlich so aus, als ob er gar nichts kann, aber der funktioniert tatsächlich für Sonnenbrillen. Als, ja, wie soll ich sagen, Kronkorkenöffner funktioniert das Teil dann nicht, weil es hier schon überspannt und dann ist die Gefahr schon recht groß, dass mir das hier bricht. Ja, ist ein bisschen schade, muss ich wirklich sagen. Was mir ganz unabhängig von dieser Slip-Joint-Problematik nicht gefällt, ist die Anordnung der Tools. Ich hätte eigentlich gerne dort, wo die Schere ist, die Klinge gehabt. Und auf der anderen Seite ist es genauso. Da, wo dieser Kapsleber ist, hätte ich gerne die Feile gehabt. Das würde technisch auch gehen. Wir haben hier eine 6er-Torx-Verschraubung. Und ja, wir haben auch innen Stahlwascher, also Edelstahlwascher. Das gefällt mir auch ganz gut. Ich denke, das Tool ist noch zu retten. Ich schaue einfach mal, was ich hier machen kann. So, da bin ich wieder. Ich habe mir das Micro-Tool jetzt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, repariert kann man nicht sagen. Es hat nicht funktioniert, ich kann es nicht anders sagen. Das Tool ist wirklich widerspenstig. Also die Schraube hier ist von schlechter Qualität. Der 6er Torx ist direkt durchgedreht. Ich hatte hier tatsächlich Glück, dass die Schraubenköpfe so leicht überstehen. Das heißt, ich konnte die kontern, sonst hätte ich die Schraube gar nicht rausbekommen. Also das ist schon mal eine harte Nummer, muss ich sagen. Ist wirklich schade. Ansonsten habe ich die Schraube raus, alle Tools raus. Diese Toolbeschriftung, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite die war, die habe ich auf jeden Fall entfernt. Auch nicht mehr vorhanden. Dann habe ich diese Feder minimal runtergebogen. Die Tools habe ich ganz neu angeordnet. Einen Washer, Moment, habe ich weggelassen, damit das Ganze so ein bisschen enger wird hier drin. Man sieht das auch hier. Ich habe zwei Washer nach ganz außen versetzt, damit die Klinge hier direkt über der Slipjoint-Feder ist. Sonst wäre die wahrscheinlich wieder so locker gewesen. Die Klinge ist jetzt ganz außen. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. Die wackelt immer noch. Aber man kann sie nicht mehr überspannen. Das ist schon mal eine Kleinigkeit, die besser geworden ist. Ansonsten bei der Schere, die war in Bezug auf den Mechanismus sowieso kein Problem. Also das passt. Auf der anderen Seite die Feile. Hier ist es auch so eng, dass die nicht durchkommt. Also das passt auch. Ein Sorgenkind ist tatsächlich der Kapselheber. Egal was man macht, der funktioniert nicht. Bleibt also der Schraubendreher. Ich meine, gut, auf den Kapsleber kann ich verzichten, aber dennoch ist das hier insgesamt schon eine relativ schwache Leistung, muss ich sagen. Ja, da kann man auch schon direkt zu einem Fazit kommen. Ist das Tool zu gebrauchen? Naja, also da muss man schon relativ hart im Nehmen sein, muss ich sagen. Die Mängelliste ist wirklich lang. Ist schade, weil die Optik samt der Idee wirklich schön ist. Die Umsetzung ist hier leider nicht gelungen. Das reißt dann auch diese Verpackung und der Karabiner nicht raus. Also das, ja, was soll ich sagen? Der Preis liegt hier insgesamt um die 10 Euro. Dann nehme ich lieber ein Victorinox Classic vom Zweitmarkt, vielleicht auch ein Classic SD. Da komme ich auf jeden Fall besser weg. Zahle wahrscheinlich sogar noch weniger. Ja, ist wirklich schade. Optisch gefällt es mir wirklich gut. Ich werde es auch benutzen, aber ja, vielleicht kann man das noch geringfügig modifizieren, ein bisschen verbessern, aber naja. Wie auch immer, das wollte ich euch mal zeigen. Das war es dann auch schon wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.